Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir sind gerade im Hühnerstall. Ja, nun, den Hühnern geht es gut. Das Futter ist mal ausreichend getrocknet worden. So, jetzt gibt es auch wieder genug Futter für alle. Wir haben da jetzt noch ein paar Eier gesammelt. Wir können auch gleich nochmal ein bisschen Erz verarbeiten, fällt mir gerade auf. Na komm. Ach ja, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, den. Ach so. Gedrückt halten und drauf vorbeilaufen, das ist doch super. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass die Farben der Hühner sich irgendwie sinnvoll verteilen. Aber das werde ich ja eh nicht beeinflussen können. Wobei, vielleicht geht das, wenn man sie selbst ausbrütet. So. So. Passt doch. Was war das gerade für ein komisches Zeichen, was da aufgeploppt ist? Ach so. Der schnieke Glitzereffekt. Oder was auch immer. Was war das? Macht der Ofen da. Interessant. So, ich würde sagen, wir hacken hier dann mal weiter. Haben wir noch ein paar Bäume vor uns. Deswegen werden wir wahrscheinlich drei Viertel des Winters in der Ecke links oder überhaupt in den Bereich links verbringen. Da, wo halt so ungefähr 100 Bäume stehen. Wo ich dahinter 3500 Holz habe. Aber gut, ich meine, irgendwann muss man die Bäume ja mal wegmachen. Das war ja bei Harvest Moon nicht anders. Muss man auch irgendwann das Holz und den ganzen Stein und den ganzen Kram mal vom Feld gebracht haben. Also was das musste, sollte man vielleicht gemacht haben, damit man halt auch alles nutzen kann. Das ist hier ja nochmal ein ganzes Stück stärker, weil die Bäume ja sehr schnell wieder nachwachsen. Wobei ich mich frage, ob das weniger wird, wenn da keine Bäume mehr sind, weil die Saplings, die fallen ja normalerweise von den Bäumen, die da sind, runter. Also, vielleicht kann man das dann ein bisschen kontrollieren und dann die Bäume einzäunen oder so, keine Ahnung. Also dann in deinem privaten Wald. Das wäre cool, dann müsste man nicht, also dann könnte man da auch die ganzen Tepper hinpacken und wäre so voll geordnet und sortiert und überhaupt. Man merkt sich Deutscher bin, oder? Ich weiß es nicht. Wobei, wenn ich Deutscher wäre, also wenn ich sehr Deutscher wäre, was auch sehr intelligent klingt, dann hätte ich ein Formular und einen Haufen Bürokratie, den der Baum erst ausfüllen muss, bevor er etwas droppt. Ja. Hört sich, ist gar nicht so abwegig, wie es sich anhört, glaube ich. Das ist ein. Ach so. Ach, das war so ein Pilzstamm quasi. Oder Pilzstumpf, könnte man so sagen. Ja, genau. Von so einem Pilzbaum. Habe ich schon gewundert. Sah nämlich aus wie so ein Stein. Nur in Form eines Stumpfes von einem Baum. So. Gut, ich meine, wir haben ja mittlerweile wieder 3754 Gold. Hat sich richtig gelohnt. Ich sage aber immer bedenkt, dass wir mit 20.000 in die Saison gestartet sind. Naja. Allerdings sind die Bäume ja auch immer eine Langfristinvestition, von daher. Pff, das wird sich ja dann auszahlen, wenn die jeden Tag dann Früchte tragen, dann ist ja so Input versus Output doch sehr gut. Aber gut, ich meine, die rechte Hälfte von der Farm haben wir dann bald ziemlich baumfrei. Das sind jetzt nur noch ein paar Steine. Gegen die kann ich ja jetzt nichts machen, weil ich ja keine Spitzhacke mehr habe im Moment. Oder, ja, im Moment keine mehr habe. Ja. Aber, mein Gott. Die ist ja wahrscheinlich morgen eh schon wieder fertig beim Schmied. Sonst kriegt er hinterher kein Werkzeug mehr von mir, was er upgraden kann. So. Zweckentfremden wir mal den Hopfen, den wir dabei haben. Ich werde das nächste Mal, wenn ich Hopfen anbauen kann, wieder so viel von dem Zeug anbauen, das glaubt man gar nicht. Das war so eine super Frucht und hat dann auch noch jeden Tag halt
Also als sie ausgereift war, jeden Tag wirklich Früchte getragen. Das, würde sagen, das ist die perfekte Frucht gewesen bald. Oder die perfekte Pflanze. Noch besser hätte sie nur sein können, indem sie mehr Ertrag gebracht hätte pro Einheit. Oh mein Gott. So viele Früchte, wie die Hopfenpflanzen dann getragen haben, weiß ich nicht, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Außerdem kann man ja immer noch Bier daraus herstellen, dann steigt der Wert ja nochmal so ungefähr ums Zehnfache. Also, ich sag ja, ich werde einfach Brauer quasi, ne? Wortspiel intended, und dann packe ich da meine 10 Braudinger hin und dann kann man da ganz gut den Rest des Jahres über den Hopfen aus dem, ich glaube es ist im Sommer dann, quasi zu Bier machen. So. 2 Uhr. Hm. Man kann auch so ein wie heißt der? Farmer Snack oder so? Kann man auch sich craften hier. Acorn haben wir. Pinecone haben wir auch. Und Maple Seeds haben wir auch genug. New Achievement, do it yourself. Ja, das war meine Recherche. Moment. Ja. Aber dann zeige ich mir halt nicht an, was es mit so einem Achievement auf sich hat. Vielleicht steht es bei den Collections bei. Craft 15 different items. Field Snack. Wie bringt der? 45. Besser als nichts, aber auch irgendwie nicht viel besser. Erstmal 2 davon. Da steht 45. Warum gibt mir das dann nur 44 Energie? Ist doch beschiss hier. So. Wie lange brauchen die Bäume eigentlich, um zu wachsen? Also diese normalen. Lasse ich die paar mit den Teppern dann mich stehen. Aber ich werde dahinter eh neue säen. Jedenfalls, wenn ich dann wieder mehr Tepper habe. Wobei es jetzt im Winter halt eh egal ist. Und jetzt wachsen halt auch, wie gesagt, keine normalen Bäume. Zack. Hä? Habe ich den Maple Syrup da nicht schon geerntet? Oder ist das jetzt ein anderer Baum? Interessant. Vielleicht packt das rum und spawnt im Winter jedes Mal, also jeden Tag ein. So ein Ding, aber... Kann auch sein, dass es ein anderer Baum war. Ich weiß aber nicht, ob das beabsichtigt ist. Ach komm, erstmal hier noch einen von. Guter Field Snack. Hängt einem dann wahrscheinlich auch spätestens nach dem 3. bis 4. Mal zum Hals heraus. Aber gut. Besser als tot auf dem Feld umzukippen. Flupp. Wir haben derweil dann nochmal. Okay, also wir haben 200 Holz ungefähr hier und auf dem Stack sind ja dann nochmal knapp 1000. Wir haben ja damit 700 angefangen. Also. Das heißt, wir haben da knapp 300 und dann nochmal 200, also ungefähr 500 Holz schon eingesammelt. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus für unsere Bauplanung. Zumindest was das Holz angeht. Steinmäßig werde ich ja dann auch noch wieder zum Zuge kommen, wenn ich die Spitzhacke wieder habe. Ach komm, ja, der Tag hat noch ein paar Minuten. Oder vielmehr ein paar Stunden. Das heißt, kommen die beiden Field Snacks, da können wir auch noch eben essen. Können eigentlich auch direkt neue bauen. Ach ja, hier alles, was wir da haben. Die Sachen, die man dafür braucht, respawnen ja sowieso jetzt beim Holzhacken. Also ist das wahrscheinlich gerade die beste Möglichkeit, die zu verbrauchen. So. Ich bin echt gespannt, was ich da aus diesem Asteroidengestein rauskriege. Bestimmt das Iridium, was ich für die Sprinkler zum Beispiel brauche. Und für noch ein paar andere Sachen. Vielleicht kriegt man das aber auch aus der Mine, aber es kann auch sein, dass man es aus beiden kriegt. Also sowohl aus der Mine als auch
So, als auch aus solchen Asteroidensteinen. Gut, ich meine, von diesen Premium-Sprinklern wird man wahrscheinlich eh nicht so viele bauen. Oder bauen können vielmehr. Wenn man da wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, den ganzen Kram einfach einzusammeln und die Battery Packs, die dieser Blitzableiter da produziert, weiß jetzt nicht, wie schnell man die kriegt, weil ich da mit dem Ding bisher noch keinen einzigen erhalten habe oder von dem Ding noch keinen einzigen erhalten habe. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich einfach nur Pech hatte, weil noch kein Gewitter war oder ob die Spawnrate da einfach ziemlich beschissen ist. Das kann auch sein. Ach, das war einer zu viel. Ach, jetzt nochmal so ein Ding zu essen, nur für den Rückweg, ist aber auch ein bisschen unsinnig. Vor allem, wenn ich auf der eigenen Farm bin. Ist das schön, wenn man das Pferd jetzt herbeipfeifen könnte. Wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht geht, aber ich glaube, das klappt nicht. Also, es wäre voll cool, dann könntest du nämlich auf dem Pferd nach Hause reiten. Und dann feststellen, dass du hier ganz viele Sachen hast, die du abholen müsstest. Hm. Ah, gut, das funktioniert auch mit gedrückt halten. Doch schön. So, jetzt nochmal in Höchstgeschwindigkeit zu der Verkaufstruhe. Ach, wir haben ganz vergessen, die Pilze einzusammeln in der letzten Zeit. Nun. Ich glaube, den Rest kann ich mal da lassen. Ist mir jetzt auch egal, die paar Standardpilze. Ich habe beim letzten Mal noch geschaut, also in der Vorschau habe ich extra noch in der Pilzhöhle geschaut, aber der Weg dahin wäre zu lang. Und dann nochmal einen Dingsnack zu verbrauchen, sehe ich jetzt nicht ein, das lohnt sich ja gar nicht. Weather Report. Es wird morgen nicht regnen. Ich sage nicht, es wird sonnig, sondern ich sage nur, es wird nicht regnen. Oh, 1000 Gold. Ja, Mayonnaise 900, Pickled Hops 100. Ich meine, hat den Wert vervierfacht, aber dauert halt auch irgendwie 10-mal so lang, ja? Also, da bin ich mir nicht sicher, ob sich das Einmachen wirklich lohnt. Ich glaube, die anderen Sachen lohnen sich mehr, wie das Bierbrauen. So, Weather Report. Vielleicht sollte ich mir das einfach... Okay, es wird morgen schneien. Vielleicht sollte ich... Stimmt, es ist ja Winter. Es würde auch gar nicht regnen. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, dass ich immer erst am Abend den Wetterbericht überprüfe, dann vergesse ich das nicht wieder. Oder dann habe ich vielleicht am meisten davon. Ich weiß es nicht. Oh, mein großes Ei. Schön. Ist natürlich irgendwie so ein bisschen blöd, dass das alles nicht richtig stackt. Aber das sind halt auch so typische First World Problems. So. Ich weiß auch nicht, ob ich mir vielleicht mal Kühe anschaffen sollte. So, davon haben wir zwei, davon haben wir eins und davon haben wir auch eins. So, so. Ach Gott. Ah, ich muss den richtigen Abstand noch ausloten. So, das Bier wird dann noch nicht fertig sein. Die Spitzhacke ist aber, glaube ich, fertig. So. Na komm. Jetzt die Frage, ob die jetzt auch so umgegraben sein müssen immer. Das wäre vielleicht ein bisschen blöd. Da kann ich nämlich die Spitzhacke nicht upgraden. Es kann auch sein, dass die dann in der Zeit, also nur in der Zeit einfach nicht wachsen. Dann wäre das ja nicht so tragisch, wenn man einen Tag verliert. Aha, produzieren die im Winter jetzt doch Sachen? Das finde ich ja interessant. Ich dachte, das machen die gar nicht. Ich dachte auch, dass dabei stehen, dass sie es nicht machen. Warte mal kurz. Tepper, wo ist er? Wo ist er? Bin ich blöd? Da ist er. Hm. Okay, da steht jetzt nichts von nicht im Winter. Aber ich hatte gedacht, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass es nicht im Winter funktioniert. Aber gut. Und wenn man ein bisschen, wenn man es ein bisschen übertreibt, also wenn er wirklich in diesen Exhausted State geht, dann kriegst du am nächsten Tag auch weniger als die Hälfte der Ausdauer. Also das lohnt sich überhaupt nicht, für die paar Schläge dann die Hälfte der Ausdauer vom nächsten Tag zu opfern. So. Reitet voran. Und wenn der Schmied gleich aufhat, werden wir auch mal unsere Axt wieder abholen.
können gleich auch mal fix nach den Pilzen schauen. So, vorsichtig. Müssen wir den richtigen Baum erwischen. So. Hallo Pferd. Wie viel Holz haben wir eigentlich mittlerweile? Oh. 1400 ungefähr. Lohnt sich. Schade, dass der eine Baum beim Umkippen nicht den anderen Baum mit umreißt. Also den Baum, auf den er drauf fällt. Das wäre irgendwie cool. Kannst du so Baumdomino spielen? Ah, jetzt nehme ich vielleicht mal so einen Field Snack. Kurze Stärkung und dann können wir eben zum Schmied reiten. Ich nehme mal den längeren Weg oben rum. Aha, die Mayonnaise ist fertig. Die Pilze haben wir immer noch nicht beachtet. Gut. Die laufen ja nicht weg. Krokus. Ich weiß gar nicht, droppt hier oben überhaupt Forage? Hm. Sieht jetzt gerade auf jeden Fall nicht so aus. Muss aber mal nichts heißen. Kommt's gleich. Ich brauche die Goldspitzhacke, damit ich die Asteroidensteine da zerstören kann. Oder zagen kann. Das wäre dämlich. Allerdings braucht man ja auch irgendwie einen Grund dafür, dass man die dann, also das Werkzeug dann nochmal upgradet um eine Stufe. Wenn man damit ja schon alles könnte, dann wäre es ja langweilig. Oder dann wäre es ja sinnlos, das auf Gold zu upgraden. Aber so gerade bei Spitzhacke kannst du jetzt nicht sagen, ja, du klopfst drei Steine in Reihe kaputt oder so. Aber keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen hier. Ich habe schon wieder nichts mitgenommen, was ich beim CC abgeben könnte. Ach, wobei, doch. Naja, zumindest indirekt. Jetzt habe ich auf Organize geklickt, das war dumm. Oder? Hm, naja, semi. Egal. Gucken wir mal. Pantry, Craftsroom war das. Krokus, den können wir dann noch abgeben. Craftsroom ist der... Welcher ist das denn? Ist der links oben oder der links unten? Ich glaube links unten war Pantry. Schlechte Idee. Nein, es war andersrum. Pantry war da oben. Craftsroom. So. Krokus. Snowjam. Wäre schön, wenn... So. Lass mich. Ich bin mal gespannt, wie das Community Center aussieht, wenn es fertig ist. Man sieht ja, dass die Räume dann quasi wieder renoviert werden, wenn man da einen Bundle abgeschlossen hat oder so. Beziehungsweise eine Ansammlung von Bundles abgeschlossen hat. Guten Tag. Ich habe ein Pferd und ich reite damit durch die Gegend. Ich könnte hier auch mal herreiten. So am Museum vorbei und dann daher, wo das Minecart ist. Da, guck mal, da ist auch direkt ein Krokus. Aber der bringt mir nichts. Ein Holly bringt mir auch nichts. Bei Joja kann ich das bestimmt nicht kaufen. Vielleicht ist es aber hier oberhalb. Oder da? Nein, das sieht nicht so aus. Von der Seite komme ich hierher, das ist ja lustig. Von der anderen Seite hat es nicht geklappt, weil man da an dieser Biegung hängen bleibt. Da oben irgendwo. Kommt man mit dem Pferd nicht her. Aber wenn man bedenkt, wie teuer das Upgraden ist, wundert es mich eigentlich, dass er mir die Sachen nicht per Brief zuschickt. Oder per Post zuschickt und dann so. Ja, mach mal. Steel Pickaxe. So, jetzt sortieren wir das noch einmal. Jetzt meine Ordnung komplett durcheinander gebracht.
Jetzt bin ich gerade irritiert. Warte mal, die Sichel war doch vorne. Oder so? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wenn man es so hat, wie es der Organize-Button sortiert, dann wäre es wahrscheinlich am einfachsten. Gießkanne ganz vorne macht ja auch Sinn. Sichel brauchen wir momentan eh nicht. Also, naja. Da ist nochmal so eine Schnecke gespawnt, die ich eigentlich auch mal direkt zum CC bringen kann. So. Braucht man für irgendein Bundle, was ich wahrscheinlich eh erst in ferner Zukunft erledigen werde, weil es mit Fischen zu tun hat. Oder mit dem Fischen. Dem Fischen und den Fischen, sozusagen. Dem Angeln und Fischen, ja. Was kann man eigentlich in so einem Angelshop da unten kaufen? Einfach so Köder und bessere Angelrouten und sowas. Wow, diese Auswahl ist episch, ja. Pretty Salty, Trout Soup, Fishing plus 1. Ist das echt dauerhaft oder ist das ein temporärer Buff, wenn man das Zeug frisst? Wäre lustig, kostet sie immer und dann so instant gelevelt. Das wäre lustig, aber das wird nicht funktionieren. So, gehen wir zum CC. Man macht so echt ordentlich Meter hier, das muss man ja sagen. So, direkt mal ein Stück weiter vorne parken und dann mal gucken. Ich denke mal, Fischtank war irgendwo dabei, weil das ja ein... ja, vielleicht war es auch nicht dabei. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich mir das einbilde, dass es das gab. Die Sachen teilweise auch sehr ähnlich aussehen. Fischtank hatten wir gerade, Vault hatten wir auch schon. Balloon Board. Ja, wie kriegt das Heu da raus? Das ist auch so eine Frage, die sehr unbeantwortet ist. Achso, Wein sollte ich vielleicht auch mal wieder herstellen. Fällt mir gerade auf für das Bundle. Da, guck mal, Nautilus Shell. Bulletin Board, ja, das schwarze Brett. So, Field Research. Was da? Chub und Frozen, also Purple Mushroom. Habe ich auch, aber ich weiß nicht, wo ich den Chub herkriege. Maple Syrup haben wir schon. White Egg könnte ich ihm noch geben. Aber Trüffel und so Gedöns, das habe ich halt noch nicht. Und das wäre am einfachsten, wenn ich einen Apfelbaum hätte. Wenn. Purple Mushroom. Kann ich mal direkt in die Box packen. Also in die Box fürs CC. Dann denke ich vielleicht beim nächsten Mal dran. Wobei ich ja meistens dann spontan da vorbeilaufe und dann so, oh, jetzt hätte ich Sachen aus der Box mitnehmen können. Schade. Mache ich es beim nächsten Mal. Fokus und... Crystal Food, genau. Schade. Ach, guck mal da oben, die Dinger sind fertig. Ach, wir sammeln erstmal einen. Noch dreimal Hopfen dabei, dann packe ich jetzt einmal Hopfen da rein und der andere links wird dann Wein herstellen. Dann können wir das fürs CC nämlich machen. So, Purple Mushroom. Oh, ich habe gar keinen Purple Mushroom. Das ist ja schade. Ich hatte gedacht, dass ich einen hätte. Gut. Das Ding kann aber mal weg. Das kann auch weg. Ich glaube, die kann ich eigentlich auch alle mal verkaufen, aber... Weiß ich nicht. Ach, jetzt habe ich keine Frucht mitgenommen, die ich da zum Brauen verwenden kann. So. Ist das hier? Ach, Tomaten. Tomatenwein oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht so das Sinnvollste. Wobei Cranberries waren jetzt halt auch nicht die beste Wahl, weil die relativ teuer sind. Naja, mein Gott. Dann kriegen die halt was Ordentliches.
Und nicht so ein Fusel. So. Das. Ne, die beiden kommen in die Truhe. Den Wet Mushroom, davon habe ich ja noch welche. Da weiß ich nicht, ob ich das verkaufen soll. So. Ich glaube, dann war es das an Erzeugnissen. Nee, Quatsch. Da und da packen wir das rein. Und dann packen wir den Stack mal da rein. Ja, cool. Das hat jetzt nichts gebracht. Naja, egal. Ich habe momentan auch gar nicht genug Eisenbarren, um zu upgraden, fällt mir auf. Also um Sachen, so Werkzeug zu upgraden. Und ich habe schon wieder die Pilze vergessen. Mensch, was ist hier los? Pilzhöhle ist aber auch echt unscheinbar. So. Ach, die kann ich auch alle verkaufen. Der Mobile ist jetzt nicht so fürchterlich selten, sage ich mal. Die Common Mushrooms werden schon durch ihren Namen entsprechend behandelt. Das reicht ja schon. Und der gewöhnliche Pilz. Ja, die werden bestimmt ganz, ganz selten sein. Ist wahrscheinlich nur 3 Stück von geben im ganzen Spiel. Nun. Tag 5. Ja, hat sich gelohnt, ne? Crystal Food ist da tatsächlich der größte Posten gewesen. So. Ach so, jetzt habe ich meine Axt oder meine Spitzhacke gar nicht ausprobiert. Um mal kurz, was der Tag uns so bringt. I've got an unusual request. Could you keep this a secret? I want you to deliver an amethyst to Emily. It's her favorite stone. Tell her it's for me. Hm. Kann ich machen, weil ich tatsächlich zufälligerweise einen Amethyst in der Kiste liegen habe. Ist ja schön. Ah, die Pflanzen oder die Bäume, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie die aussehen müssen, wenn die wachsen. Hm, okay, das macht jetzt keinen Unterschied, das überrascht mich jetzt aber auch nicht. Guck mal, die kann ich jetzt kaputt kloppen. Und die bringen dann einfach mal irgendwie 15 Steine oder so. Und dann gucken wir mal, wahrscheinlich werde ich diesen Alien-Stein damit nicht killen können. Oder? Nein! Ah! Mann, da brauche ich echt die Gold-Pickaxe für. Und bei den anderen Sachen brauche ich die wahrscheinlich für nichts. Hm. Wahrscheinlich kann ich, wenn ich den Emily bringe, kann ich mich dann entscheiden, ob ich sage, dass der von Clint ist oder ob ich dann sage, dass der von mir ist. Weil man ja schon weiß, dass es quasi ihr Lieblings- oder eins ihrer Lieblingsobjekte ist quasi. Keine Ahnung. Traditional Winter Food? Das ist ja interessant. Salmon Berry. Oh ja, das ist richtig wertvoll. 5 Gold. Ja, aber ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Und dann bis zum nächsten Mal.